Es geht weiter bei Xenoblade Chronicles. Wir sind nach wie vor im Sumpf von Satol und müssen uns langsam vorarbeiten. Satolrogel, okay. Die sind nicht aggressiv. Aber in der Zwischenzeit ist mir es wirklich passiert. Ich habe ein paar Gegner geklatscht. Und ich war mitten im Kampf und dann ist so eine blöde Frostnebula, Level 80, in den Kampf reingekommen, weil die werden davon angelockt, wenn man Äthertechniken einsetzt. Oh, Sonnenschweig. Dann werden wir mal dich zum Schweigen bringen. Oh oh. Nee, der bringt mich zum Schweigen. Nee, der bringt mich zum Schweigen. Nice. Der ist immun. Mann. Immun. Komm schon. Okay, nee. Schockkopf. Lol. Okay, wenn man gerade in der Fluchtphase ist, dann heben einen die Kollegen nicht mehr auf. Gut zu wissen. Toll. Und ich habe noch keinen weiteren Reisepunkt. Jetzt muss ich den Weg nochmal laufen, weil es so schön war. Naja. Hallo, lass mich in Ruhe. Bin nur auf der Durchreise. Eure Täuscher. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, eine Sache. Oh, Toilettenbäume. Geil. Schulk hat endlich Siedepunkt frei. Das gilt für alle und erhöht beim Schmieden die Chance auf Schmiedefieber. Das ist richtig geil. Damit ist es einfacher, auf die Mega-Hitze zu kommen, um die Juwelen zu verdoppeln. Den letzten Skill, Toter Winkel, den mache ich erstmal nicht. Dafür braucht man nämlich 3500 Punkte. Und ja, so wichtig ist der jetzt nicht. Moment. Wichtig ist Nächstenliebe als nächstes, ja. Jubel des Freundes, Kampftalent, erfolgreiches Zurufen, füllt die Gruppenleiste stärker, das ist wichtig. Und Freundschaftskette ist auch sehr wichtig für die Angriffsketten. Aber ich wollte eigentlich ins Collecticon. Denn, oh, geil. Ich hatte zwischen der letzten Folge und dieser Folge bin ich nochmal von Anfang an durch den Sumpf von Satol gelaufen, hab alle Items, die ich in der letzten Folge schon eingesammelt hatte, einfach nochmal eingesammelt und jetzt habe ich komplett alle Sammel-Items. Das lohnt sich so hart, komplett alles einzusammeln. So, Gemüse, nur Polschmuck, aber leider kein Sockel, schade. Blumen. Dschungelschuhe. Die könnten vielleicht sogar was bringen. Zielzwang-Resi. Bringt nur was, wenn ein Gegner Zielzwang hat. Aber so wichtig ist es eigentlich auch nicht. Nur Polstulpen. Naja. Stärke. Das bringt auch nichts. Schade. Pass 2. Das ist nice. Panther-Top. Das ist bestimmt auch nice. Vor allen Dingen, dieses Panther-Zeug ist ja eigentlich so dschungelmäßig angehaucht vom Aussehen her. Aber dadurch, dass man die Sachen überskinnen kann, kann man eigentlich alles tragen, was gut ist.
Angriffswut runter. Hm. Unreif. Weil von Kolonie 6 haben wir auch alle Sammel-Items. Sehr gut. Kriegerharnisch. Naja. Und von Kolonie 9, den Bitterrettich, den habe ich letztens auch in der Zwischenzeit eingesammelt. Tempo 3. Kohlenramme. Naja. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt alle Sammel-Items von den Orten, die wir bis jetzt besucht haben, eingetragen ins Collecticon. Das ist super. Diese Seite mit andere, ich glaube, das sind die Items, die man nur ertauschen kann. Also, die richtig schwer zu kriegen sind. Mittlerer Stil. Oh, mittlerer Stil 4 haben wir jetzt. Und goldene Schirmwand. Ja, warum nicht? Magna-Stil. Ja, das ist das Dschungelzeug. Es hat was, ja. Aber, ich bin nicht so der Fan davon. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mittlerer Stil. Prachtstil. Ja, da die Magna-Schuhe haben wir auch. Ja. Aber wichtiger ist erstmal, dass wir das auch haben wir denn? Nopol-Schmuck ist zwar besser von den Werten her, aber hat keinen Sockel. Genau. Panther-Top. Nice. Jetzt haben wir auch ein Oberteil mit Sockel. Richtig gut. Müssen wir mal gucken, was wir da raufhauen. Tempo bringt nichts, weil 25% ist das Maximum. Theoretisch Stärke. Kann man machen. Ja. Kann man machen. Und dann ist die Frage, Doppelangriff, haben wir 36%. Wenn wir zum Beispiel Hast sockeln, dann würde sich die Geschwindigkeit des Autoangriffs um 15% erhöhen. Das ist nicht viel. Das ist leider echt nicht viel. Und bei den anderen... Ne, ich wollte eigentlich gucken. Dschungelschuhe sind nämlich auch besser. Da muss ich dann Plus drücken, Juwelen tauschen und Dschungelschuhe anziehen. Ja, die Nopol-Stulpen werden natürlich auch wieder stärker. Ja, aber kein Sockel bringt nichts. Schillernd. Wofür war denn die Trophäe jetzt? Schillernd? Moment. Splitterschwör ab. Hey, Kopf hoch. Oh, es glänzt. Schillernd. Alle... Ach so. Alle 8 Juwelensockel eines Charakters gefüllt. Nice. Das ist natürlich mega gut. Jetzt hau ab, Junge. Kein Bock auf dich. Dickichteule. Ah, diverse. Wieder eine. Diverse einzigartige Gegner kriegt man natürlich nur down, wenn man das entsprechende Level hat. Jetzt kann ich das Sammel-Item nicht mitnehmen, weil die Eule mich verfolgt. Und down. Weiter. Nö, die kill ich jetzt nicht. Die können mich auch mal. Hey. Uncool. Ich will nämlich zur nächsten Zwischensequenz. Okay, also heute haben es die Gegner echt. Nebelrogel. Die verfolgen mich alle. Alle!
So, aber bevor wir zur nächsten Zwischensequenz rennen, stell mal auf 19 Uhr. Das sieht wesentlich geiler aus. Und ich glaube, in der nächsten Szene geht es, ich glaube, sowieso um Rast machen. Von daher passt das eigentlich, dass man nachts rastet. Okay. This lamp. It has a very strange glow. It's a remnant of the High Entia. They've hidden themselves away in the upper reaches now. But at one time, they controlled this whole area. Good for them. It's the perfect place to get some shut-eye. The lamp will keep the monsters away. We'll be safe if we rest here. Ist ja auch interessant. Aber es ist ja meistens so, dass Monster das Licht meiden. Das ist die dunkle Seite der Macht. Ah, the breeze feels so good. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Schön wär's, wenn jeder Tag friedlich wäre. You will pay for what you've done. You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora. Do you wish to change it? The future. The future. Has it been that long? Dixon. 14 years since I found you on that mountain. Seems like yesterday. I owe it all to you. If you hadn't found me that day, I wouldn't be here now discovering the world. Forgive me, Shulk. Sorry I couldn't save your folks. Don't be. Now I think about it, that was when I found the Monado as well. This might be crazy talk, but maybe you and the Monado are part of some higher plan. I don't remember much at all. But I know that my mum and dad left me it. The Monado was their final gift to me. At least, that's how I used to think of it. That's why I want to discover its true power and help defeat the Mekon. But so far, I've just been creating piles of Mekon scrap. So you don't just want to study it in a lab after all? This sword. There must be some way. Finally decided to join us, Shulk. Sorry, guys. Didn't sleep a wink. Right then. Time to move on. How far now? We'll be there soon enough. The High Entia ruins are just ahead. Obelisk des Lichts. Okay. Es geht weiter. Schlechte Nacht für Shulk gewesen. Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Ja, wir könnten theoretisch, ich glaube, oben lang laufen. Aber oben sind etwas stärkere Monster, soweit ich weiß. Deswegen müssen wir jetzt den Fluss hier hoch warten. Aber auch hier unten gibt es schöne Sachen. Ätheradern zum Beispiel. Ich glaube, wenn wir stehen bleiben,
Dann würden wir sogar da langsam runtertreiben. Das ist ganz schön beschwerlich. Hier ist noch ein Sammel-Item. Das meine ich zum Beispiel. Belzeb. Gorillus. Einfach mal Level 84. Maug-Schleusentor. Da sind sie, die steinernden Schwestern. Ganz schön krasser, pompöser Eingang. The upper regions are through that entrance. You gotta go through Magna Forest first. Prison Island is at the Bionis Head, just above Magna Forest. It pains me to say it. But this is the point where I turn back. I must see to the survivors, and I'm also very concerned about Colony 9. I understand. Thank you for everything. I might have said a few things I shouldn't have back in the mine. Forgive me. No, it's okay. I owe you my life, young man. I'll never forget it, heir to the Monado. Medic, will you stay with them? I want to help Shulk. The Mekon must pay for what they did. And I'm sure Gaddo is still alive somewhere. If he is, I have to find him. Find him for me too. Good luck. Sharla, I want to go with the Tharon. Are you sure? Yeah. I've never seen anything cooler than Shulk smashing Mekon with the Monado. But I'm just slowing you down. No way, kid. You just need to shape up like me. It's okay. I've made up my mind. Compared to you guys, I know I'm pretty useless. But that's cool. Because I know what I can do. I'm gonna go back to the colony and help the survivors rebuild their lives. You'll do us proud, kid. Good luck, Juju. Thanks. Shulk, Ryan, keep Sharla safe for me. Dixon, are you leaving too? The Mekon may be gone from Colony 6 now, but that doesn't mean we've seen the last of them. When they launch another attack, and they will, Colony 9's gonna need my help. Yeah, I guess you're really needed at the colony. This ain't the last you'll see of me. You should be all right for now. Look after the Monado. You can bet on it. We won't let the colony down. You'll make us proud, Shulk. You, on the other hand, need to buck up your ideas. How else are you gonna protect Shulk? Thanks for the heads up, Dixon. Good luck. See ya. Can't say I feel so good about deceiving these kids. What's that you say? Oh, just mumbling. Forget I said anything. Hinters Licht zu führen. Das ist so eine komische Aussage von ihm. Wiederaufbau von Kolonie 6. Juju möchte die zerstörte Kolonie 6 wieder aufbauen. Vielleicht kannst du ihm behilflich sein. Schau doch in der Kolonie 6 vorbei. Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Was ist das denn? Knoppern AG sprechen? Wieso muss ich... Okay, dann müssen wir wohl
Doch. Moment mal. Oh. Hoch. Hom, hom. Hier. Wow. Gibt hier vier alte Ruinen. Ne, viele alte Ruinen von Hochetia. Sucht ihr seltene Sachen, um woanders teuer zu verkaufen? Was? Ihr wollt zum Oberkörper von Bayonis? Kann helfen, sogar umsonst. Um hochzukommen, muss man Hochentia-Initiationsritus machen. War früher Prüfung der Hochentia-Männer vor Erwachsenwerden. Erst müsst ihr vier Dingsbumse überall in Sator suchen. Die gehören auf Emblem, dort vor steinernen Schwestern. Dann kommt ihr wieder. Keine andere Möglichkeit. Gefährlich, also aufpassen. Annehmen. Annehmen. Bei Händlern von Nappon AG könnt ihr Sachen für eure Reise kaufen. So, den Spektralleuchtstein haben wir schon gefunden. Jetzt müssen wir die Map nach diesen Steinen absuchen. Und ich glaube, einer ist auf jeden Fall, wenn man hier da runterläuft. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und dann werden wir noch einen kleinen Abstecher nach Kolonie 6 machen, damit ihr das mal kurz seht. Schalenhöhle. Ah, hier läuft das Wasser ein bisschen schneller hinunter. Sturmfleder. Dann müssen wir hier hoch. Ja, schon cool, ne? Weißer Leuchtstein. Na gut, das war ein bisschen Schaden, aber Janbin steckt das schon weg. Ups. Okay. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Da sind noch zwei. Also reisen wir am besten zum Obelisk des Lichts. Von dort aus kommt man schneller dahin. Hm. Laufen wir da unten drunter durch. Da ist auch nochmal ein Sammelitem. Reich der Dexen. Ich glaube, da kommen wir an einem Kampf nicht vorbei. So. Oh, noch mehr? Cool. Geil. Die werden wir los. Oh, brutaler Cornelius. Den können wir auch noch mal kurz down machen. Toll. Dreht sich ausgerechnet zu mir. So, deinen großen Combo kannst du dir sonst so entstecken. Thank you.
Ohnmacht, sehr gut. Jetzt kommt der nächste Skill. Große Schere. Wieder umgeworfen, Ohnmacht. Oh, egal. Passt. So, jetzt. Bäh. Mega geil. Und was drin? In der guten Truhe: Panzerwächter und Königslauf. Swap Leggings. Auf jeden Fall haben wir jetzt den blauen Leuchtstein. Und den letzten Stein. Da muss ich jetzt selber mal gucken. Dann müssen wir nach da. Feste der Verbannung. Cool ist, wir können einfach hier so. Dunkelmoor. Neues Talent. Stachelschaden runter. Sehr gut. Ryan auch. Neues Talent. Sehr gut. Geil, die Harmonie zwischen Shulk und Ryan ist auf Maximum. Mega geil. Bringt das jetzt auch was? War ich schon ausgerüstet. Na gut. Aber das ist natürlich echt nice. Das, was man machen könnte, wäre, wenn man jetzt durch Gift latschen muss. Ja. Steine mit Giftresistenz. Alter, Gift ist so nervig. So. Ryan, komm her. Okay, erstmal kurz wieder hochheilen. Und dann... Oh. Nein! Gerade in dem Moment, wo ich dachte, ah geil, ich kann das Item einfach so einsammeln. Pustekuchen. Toll. Jetzt heilen alle. Jetzt heilt das Viech sich hoch. Komm. Sehr gut. Mission erfüllt. Okay. Alle gefunden. Dann können wir jetzt wieder zu den steinernen Schwestern reisen. Und... Nee. Wisst ihr was? Das Ritual machen wir erst in der nächsten Folge. Ich will euch noch ganz kurz Kolonie 6 zeigen. Na, ich glaube von hier aus kommen wir schneller dahin. Also ich hoffe, dass das Haupttor offen ist. Wäre ganz gut. Oh, das ist so krass.
direkt bei Sonnenuntergang hierher gereist. Und da vorne sind ganz viele... Ah, das Tor ist offen. Ganz viele Sammel-Items. Alles mitnehmen. Weißnachtkolben. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich da immer Weihnachtskolben gelesen. Dachte mir, was? Hier sind natürlich noch mehr Sammel-Items. Und hier sind jetzt Noppons. Bäh, tauschen. Sind das die Noppons, die davor standen? Balance. Ja, das sind genau die Noppons, die davor, vor dem Tor standen. Haben leider keine neuen Sachen. Atmos-Schmetter. Kolonie 6, Haupttor. Okay. Da müssen wir mit Otharon reden. Wir wollen Kolonie 6 wieder zu altem Glanz verhelfen. Alle Flüchtlinge sollen aus dem Lager an die Kolonie übersiedeln, aber auf der Raguel... Brücke, treiben sich Monster rum. An ein Überquerenbrücke ist derzeit nicht zu denken. Ja, das ist eindeutig ein Problem. Wir benötigen diese Brücke dringend. Sie ist die einzige Möglichkeit, die Leute zu retten. So. Okay. Ja, wir haben jetzt eine Quest. Missionsbuch. So. Hier, zurück in die Stadt. Otharon plant, Kolonie 6 wieder aufzubauen. Er möchte, dass du den Flüchtlingen aus dem Lager eine sichere Passage zur Kolonie ermöglicht. So. Es gibt so Quests mit kleinen Uhren daneben. Rette das Mädchen. Bei der Quest war es so, das war eine Spontanmission. Und... ich glaube, wenn wir da einfach weggegangen wären, wäre die Quest fehlgeschlagen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Bei Zurück in die Stadt ist es so, man kann ja im Flüchtlingslager Quests erledigen. Wenn man diese Quest abschließt, Zurück in die Stadt, dann wird das Flüchtlingslager quasi leergeräumt und die Leute ziehen nach Kolonie 6. Das bedeutet, dass die Quest, die man dann im Flüchtlingslager hätte machen können, fehlschlagen. Das sollte man vorher bedenken. Ja, also, wenn ihr die Quest im Flüchtlingslager noch machen wollt, vorher, dann solltet ihr das tun, bevor ihr die Brücke da befreit. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Zwischenzeit irgendwie mal gucke, ob ich die Quests mache. Aber eigentlich wollte ich mich ja eher auf die Hauptstory konzentrieren. Das Problem ist, um bestimmte versteckte Charakterzüge freizuschalten, muss man Kolonie 6 bis zu einem bestimmten Punkt ausbauen. Ja, da muss ich noch überlegen.
Ich denke, dass ich in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal dann weiter zu den steinernen Schwestern gehe. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal Schluss für heute. In der nächsten Folge schätze ich, dass wir bei den steinernen Schwestern weitermachen. Und ich überlege mir in der Zwischenzeit, wie ich das alles handhabe. Da muss ich ein bisschen recherchieren, wie viel man machen muss, um die einzelnen Charakterzüge freizuschalten. Ich hatte ja direkt am Anfang des Let's Plays gesagt, hier, erster Spieldurchlauf möglichst schnell durch die Story und dann im New Game Plus machen wir die 100%. Ja, muss ich noch überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.